Erstick an deinen Pestiziden, Drecksding. Das war's. Rauchpause. Hast du den Behälter? PA-400 ist aus. Wenn uns nicht was einfällt, sind wir tot. Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Hast du eine Ahnung, was ich alles tun musste, um den herzuschaffen? Scheiße, nicht so. Das bringt ihn nicht um. Du solltest ihn hochjagen. Verdammt, was tun wir jetzt? Er ist wach. Das Polymer anzünden. Deine Kippe. Damit kann man das Polymer anzünden? Dieses? Ja. Stirb, Drecksding! Jawolla! Heilige Scheiße, er dreht durch! Was ist das, das überhaupt? Weg, bevor er... Hat das Augen? Das hat ja sogar Augen! Au, oh, Scheiße! Oh, verdammt! Mein Bein! Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft! Scheiße Sprossen! Steh schon auf! Mein Bein steckt fest! Schieß endlich! Oh, das sind jetzt viele! Erwischen Sie uns! Kannst du nicht besser zielen? Sie sind fast da! Steh auf! Steh auf! Ich versuch's, ja, ich versuch's! Scheiße! Nein, nein! Hilf mir! Mach es weg! Oh, Scheiße! Oh. Oh, Kacke. Der beschissene Behälter. Wenigstens etwas. Naja, aber ja. Explodiert! Du merkst aber auch alles. Schöne Zeit! Was? Ei, geh weg! Runter von mir! Meine Fresse, war das abgefahren. Habt ihr in diesen Laboren wirklich nichts Besseres zu tun, als riesige Killerpflanzen zu züchten? Der Weg zu wissenschaftlichen Höhenflügen steckt voller Fallstricke. Fehler lassen sich nur vermeiden, indem man nichts tut. Mhm. Genau wie bei mir und Petrov. Fähigkeiten, Experimente und einzigartige Erfahrung. Du kannst Fähigkeiten zurücksetzen und das wiedergewonnene Neuropolymer neu verteilen, um andere Fähigkeiten zu verwenden, wenn du etwas Neues ausprobieren oder deinen Spielstil ändern möchtest. Das ist cool. Experimentiere ruhig, dir entsteht kein Nachteil und nichts geht verloren. Oh, schön. Wo kommt die Musik her? Autorisierung. Major Nechaev. Codename P3. Da brauche ich gar nicht gucken, wa? Nee, ich guck mal nur hier drüben. Energie des Charakters? Regenerationsrate. Aber das kann ich noch nicht machen, ne? Element nicht verfügbar. Machen wir mal das. Ansonsten kommt danach sowieso hier dieses 242. Was ist mit dieser Musik hier? Aua. Hey du. Vergiss es. Kopf drin. Ach, das ist hier so ein... Verstehe.
Was? Wer ist es? Wer ist so stark? Falscher Knopf. Ich verstehe es nicht. Oh Gott, ich hänge schon wieder fest. Ihr seid doch alle bescheuerte Kackviecher. Einmal drehen und einmal heilen. Oh, ich hab's geschafft. Oh, alter Schwede. Warum könnt ihr Feuer speien? Ich verstehe es nicht. Was ich hab ihn besiegt. Bin ich tot? Warum bin ich tot? Was geht hier ab? Oh, was? Oh. Mann, jetzt reicht's aber. Ja. Obwohl die Melodie immer noch nicht sagt, dass es reicht. So. Sind wir jetzt endlich fertig hier. Okay. Weg mit dir. Da oben müssen wir. Voll die Action hier. Nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar. Nein, tut mir leid. Den hatten wir schon. Was los? Ja. Gut, dann mal hier rein. Pestizidpolymerkanister verbunden. Ich hasse Parasiten, ob menschlich oder nicht. Wenigstens kann der Baum jetzt entspannen. Die Schädlinge wurden vernichtet und die Birke ist wieder in normalem Zustand. Wunderschön. Geschafft, Genosse Major. Immer mit der Ruhe. Ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Ja, klar. Ja. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Charles. Wie ist Sheridan Sacharow gestorben? Unter ungeklärten Umständen. Dr. Sechenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände?
Und Dr. Sechenov hat keinem erzählt, was passiert ist. Doch! Angeblich ist Professor Sacharow ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher experimenteller Neuropolymere gefallen. Oh, scheiße. Armer Kerl. Was ist denn daran so ungeklärt? Die Melodie schon wieder im Hintergrund. Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Zum Beispiel? Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden, obwohl in den Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja, kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Daran stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Eine gefährliche Variante. Auch das ist durchaus möglich. Aber hätte Professor Sacharow nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen. Zusammen mit Dr. Sechenov. Das ist doch nicht zu fassen. Oh, wie lang ist der Fahrstuhl? Deswegen habe ich komische Haare an der Hand. Wir sind da! Wir müssen zur Station Lesnaya und den Zug nach Solnetschnaya nehmen. Von da aus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Dann lass uns gehen. Willst du wieder was von mir? Zugang gewährt. Ich vermisse deine schöne Stimme. So. Ich hätte es nicht gemacht. Mist. Naja, okay. Lesestunde. Dieser Ausgang dient nur dem Verlassen des Komplexes im Notfall, dem Betreten und Verlassen des Komplexes durch Schüler und Mitarbeiter, die im Försterdorf wohnen, dem Betreten und Verlassen des Komplexes durch Bedienstete. Wichtig, da dieser Eingang sich in der Nähe des Haupteinganges zum Wavilov-Komplex befindet, verwenden einige Mitarbeiter ihn, um sich vorzudrängeln und schneller zur Arbeit zu gelangen. Ihr Eifer in Ehren, doch alle Mitarbeiter müssen sich zu Beginn ihrer Schicht einstempeln. Jeder, auf den keiner der oben genannten Punkte 1, 2 oder 3 zutrifft und der dennoch nicht den Haupteingang benutzt, erhält eine offizielle Abmahnung. Du bist Mitarbeiter des Wavilov-Komplexes, des Brotkorps der Sowjetunion und der gesamten Welt. Unter Genosse Wavilov zu arbeiten, ist eine der wichtigsten Pflichten nicht nur für deine Landsleute, sondern für die gesamte Menschheit. Achte auf dein Äußeres, deine Manieren und deinen Umgang mit deinen Kollegen. Dulde kein sorgloses, unordentliches oder parasitisches Verhalten. Halte deinen Arbeitsplatz sauber, sprich nicht mit Außenstehenden über deine Arbeit. Vielen Dank und einen schönen Tag. Lösche diese Nachricht, sobald du sie gelesen hast, Georgie. In meinem Garten wächst plötzlich eine eklige Pflanze. Sie ist buchstäblich über Nacht aus dem Boden geschossen. Sie sieht aus wie, ich weiß es nicht, wie eine böse Aubergine oder so. Sie stößt Zischlaute aus, frisst meine Erdbeeren und verhält sich ganz allgemein wie ein ungezogenes Kind. Ich verstehe nicht viel von Pflanzen, deswegen mache ich mir etwas Sorgen. Mit Kühen kenne ich mich besser aus. Könntest du vielleicht herausfinden, ob sie mir ein Pestizid oder so schicken können, dass ich diesem Ding in sein hässliches Brokkoli-Gesicht spritzen kann? Ich muss die Pflanze vernichten, ohne meine Lilien zu schaden. Ist das vielleicht irgendein giftiges Unkraut wie Schierling, nur schlimmer? Am nächsten Montag, dem 13. Juni 1955, erfolgt der triumphale Start von Kollektiv 2.0. Aufgrund der Dienstpläne der im Dorf lebenden Mitarbeiter kann jedoch nicht jeder zum WDNCH gehen.
Feiert also bitte, wo ihr eben gerade seid. Hier ist der Zeitplan. 13 Uhr, Ende des Arbeitstags. 13 bis 14 Uhr Mittagessen. 14 Uhr Versammlung im Auditorium am Marktplatz im Foyer. 15 Uhr Reden von leitendem Führungspersonal, Feier, Übertragung der Reden der Anlagenleiter. 16.30 Uhr Start von Kollektiv 2.0. 18 Uhr Abendessen, Cafeteria, Foyer. Bitte sprich mit den neuen Studenten, die im Dorf wohnen werden, und organisiere außerdem folgende Aktivitäten. Erstens, Vorführung eines Films über die Geschichte des Komplexes und der Anlage, nicht über die Geschichte des Dorfes sprechen. Sicherheitsseminar, Spezialisten ihren Unterkünften zuweisen. Clubpräsident P. Savalieva hat die Leitung. Olle, ich habe gerade eine sehr merkwürdige Nachricht bekommen, Polina. Erinnerst du dich an den Bullen, den Arkadi mit polymerbasiertem Futter aufgezogen hat? Du weißt schon, er hat ihn Herkules genannt und das Tier war groß wie ein Haus. Es wurde sogar in der Zeitung über ihn berichtet. Jedenfalls sind wohl Fotos des Bullen irgendwie ins Ausland gelangt und so bei, halte ich fest, spanischen Rinderzüchtern gelandet. Ja, kein Witz, bei spanischen Rinderzüchtern. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wollen einige unserer Rinderriesen für ihre Corrida bestellen. Oder wie man das auch nennt. Du weißt schon, für die Stierkämpfe, internationale Freundschaft und so. Ich wusste nicht, an wen ich mich deswegen wenden soll oder was ich überhaupt davon halten soll. Aber vielleicht interessiert es die Chefs ja. So, fertig hier lesen. Wir sind draußen. Was machen die hier? Sie reparieren defekte Roboter. Je mehr Bachelors da sind, desto schneller wird die Reparatur ausgeführt. Mhm. Die sind gerade nicht gefährlich. Geh weiter und beachte sie nicht. Aber die sind sicherlich gefährlich. Nein, ich warte lieber. Einer von ihnen hat eine Kamera. Es wäre gut, wenn er mich nicht sieht. Also, okay. Das Habicht-Relais und der Windfänger WTG. Der Habicht ist der regionale Ablink des Ökosystems. Es hält sich mit Hilfe eines Windgenerators in der Luft. Ein Habicht kann über ein Terminal gesteuert werden. Wenn die Löwenzahn-Überwachungskameras feindliche Aktivitäten aufzeichnen, wird ein Alarm der Stufe 2 an die nächste Roboterfabrik geschickt, um Verstärkung anzufordern. Okay, willkommen draußen. Hier sind überall Kameras. Wohin übertragen Sie, was Sie aufnehmen? Informationen der Sicherheitskameras werden zum fliegenden Roboterkontrollknoten Habicht geschickt. Aha. Und was macht er, wenn er mich in einer Aufnahme entdeckt? Bei einer Entdeckung wird Alarm der Stufe 1 gegeben. Und alle Roboter in der Nähe kommen zu deinem aktuellen Standort. Sieht eine Kamera einen Angriff auf einen Roboter, wird Stufe 2 ausgelöst. Und der Habicht entsendet weitere Kräfte. Nein. Wie erkenne ich die aktuelle Alarmstufe? Deine Polymernetzhaut ist mit einer Alarmstufenanzeige ausgestattet. Noch einmal! Oh. Hier steht eine große Schlacht bevor, Genosse Major. Alarmstufe 2. Scheiße. Weitere Gegner im Anmarsch. Kann ich hier durchhalten auch? Ja, wie viele Kameras hier sind. Heilige Scheiße, woher kommen die überhaupt? Ein Hummelroboter transportiert sie aus einer Fabrik in der Nähe. Aua. Sie erhöhen ihre Sensorenreichweite. Du hast ihre Sensoren ausgelöst, Major. Was für Sensoren? Was willst du von mir?
Aua, zu spät. Oh. Alter, ich bin hier weg. Was geht denn hier ab? Hallo, Alarmstufe ist doch schon weg. Reicht jetzt. Der Feind hat die Alarmstufe erhöht. Boah, schon hier so ein Vieh. Hört auf, jemand zu reparieren. Was geht hier ab? Ich will nicht mehr. Ich kann jetzt auch nicht einfach aufhören, weil hier ist jetzt so viel Loot. So, jetzt nochmal. Der weg. Weg. Aua. Ich muss irgendwie mal weg. Nicht mehr. Was ist das? Was schießt da aus der Ferne? Gott. Okay, ich guck mir jetzt das Vieh an. Alter, was bist du? Börserangriff hier auch noch. Glaub's ja nicht. Da ist man mal kurz draußen und schon geht die Welt unter. Ist in höchster Alarmbereitschaft. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, scheiße, ist auf mein ganzes Loot hier. Wie kann ich hier... Das geht nicht. Die lassen mir keine Ruhe. Welche Roboter der Anlage sind sonst noch gefährlich? Alle vermutlich. Außer den Tereshkovas, denn sie operieren autonom und sind nicht ans Netz angeschlossen. Also hat der von Petrov infiltrierte Hauptsender keinen Zugriff auf die Tereshkovas. Endlich mal jemand, der es nicht auf mich abgesehen hat. Na schön, danke auch. Für nichts. Alter Schwede. Irgendwann muss doch mal Ende sein. Oder geht es nicht, dass man
die Kameras alle zerstört und die Reparaturroboter und dann hat man Ruhe. Klappe. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen klarkommen. Termin 1. Hallo Maria, hast du noch einen Termin für eine Dauerwelle morgen? Meine Haarwurzeln sind schon wieder so zu sehen. Ich sehe aus wie Oma Sina, Igitt. Wäre 19 Uhr möglich? Bitte, bitte, ich revanchiere mich auch. Mein Mann hat gerade riesige Fische aus Astrachen bekommen. So groß. Noch größer als die, die ihr in Pavlo habt. Ich bringe dir einen mit. Ja? Soll das ein Fisch sein? Okay. Kann ich für 9 Uhr einen Termin haben, Maria? Ich habe mir den Tag freigenommen. Lyudmila hat sich für ihre Hochzeit so eine Poli-Frisur machen lassen. Kannst du mir so eine auch machen? Bitte, bitte? Du weißt schon, so eine Frisur, die morgens ganz anders ist als abends und die Farbe ändert sich und so. Alle kommen zur Kollektivaktualisierung. Alle unsere Chefs und vielleicht sogar ein paar Ausländer. Ich will nicht ganz zerzaust aussehen. Ach, und ich brauche bitte auch Poli-Nagellack, ja? Meine Nägel sollen sich ja nach meiner Stimmung verändern. Danke. Was geht denn hier ab? Will ich auch. Maria, die Lieferung mit deinen Haartönungen, Lockenwicklern und was weiß ich, was noch wurde. Aufgrund der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Start von Kollektiv zur Inspektion zurückgehalten. Die Inspektion dauert 2 Tage. Wir haben Nikolai angerufen und er hat gesagt, er kann da nichts machen. Tut mir wirklich leid. Hast du vielleicht noch einen Termin für meine Frau frei, Maria? Ich habe gesehen, dass du die neue Tönung von Kleine Bolschewiken hast. Die ist wirklich elegant, noch besser als die, die Dr. Filatova verwendet. Mann, ey, das ist so viele Texte, so viele Gegner. Reicht jetzt, Freundchen. Obwohl man so auch farmt, ne? Wo ist er? Seh nicht. Mann, ey. War schon besiegter. Immer wenn sie repariert wurden, dann kriegt man nichts mehr. So, können wir jetzt endlich mal hier in Ruhe mal ein bisschen gucken und so. Eine Waffe. Scheiße, diese verdammten Maschinen. Falls mich jemand hört, die Roboter spielen verrückt. Sie haben das halbe Dorf abgemetzelt. Scheiße, ich muss leiser sein. Warnung, unautorisierte Aktivität.